Moni, zeig doch mal deine Ohren. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zu einem Video, was ihr euch schon sehr lange wünscht. Ich glaube, schon über ein Jahr bekomme ich Anfragen, zeig doch mal deine Ohrensammlung. Und ich habe immer gesagt, ja, wenn ich dann umgezogen bin, weil halt gefühlt seit einem Jahr alles in Umzugskartons war und ich zu den meisten Ohren gar keine, also ich konnte sie mir nicht direkt rausziehen. Aber ich sage, okay, wenn ich hier eingezogen bin und einigermaßen gesettelt bin, sage ich mal, zeige ich euch meine Ohren. Ja, und heute ist der Tag. Ich nehme den Anlass direkt dazu, meine Ohren zu sortieren. Weil sie waren unsortiert, liegen gerade jetzt alle da hinten. Ich habe sie einigermaßen sortiert und dann kann ich sie auch sortiert jetzt wieder verpacken, weil vorher waren sie einfach in irgendwelchen Umzugskartons, dann habe ich sie auch erstmal in einen Platz dann gepackt. Und ja, deswegen nutze ich jetzt auch das Video direkt, um meine Ohren zu sortieren. Und deswegen trage ich auch jetzt kein paar Ohren in dem Sinne, sondern einen Hut, damit ich euch alle Ohren hier zeigen kann. Ich habe auch mitgezählt. Und ihr könnt mal jetzt schon kommentieren, was ihr denkt, wie viele Paar Ohren ich denn habe. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist dreistellig. Das kann ich euch schon mal als Tipp geben. Das ist das erste Mal, dass ich mitgezählt habe. Und das ist natürlich der aktuelle Stand. Heute haben wir den 26. Oktober 2023. Und ihr wisst, sowas kann sich bei mir schnell ändern. Ich kaufe sehr viele Ohren, aber ich verkaufe sie natürlich auch beim Insta-Sale. Deswegen fluktuiert die Zahl aber ein bisschen, aber sie geht tendenziell immer stetig nach oben. Genau, ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid dann oder meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Damit supportet ihr meinen Kanal und wir gehen langsam, aber stetig auf die 10.000 Abonnenten zu. Vielleicht schaffen wir es ja noch im Jahr 2023, mal sehen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und erstmal vielen Dank für euren Support, für die Likes, für die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, starten wir. Ich habe ja schon gesagt, ich habe es so versucht, so ein bisschen zu sortieren nach Season. Also ich habe Winter Season und Halloween. Dann habe ich so aus selbstgemachten Shops oder auch meine selbstgebastelten Loungefly habe ich sortiert. Dann noch so Special Ohren. Und mit der Main Attraction Collection und dann halt noch Disneyland Paris, Disneyland und Shop Disney habe ich so einigermaßen zusammengepasst. Also Disney Parks und Shop Disney habe ich so versucht zusammenzufassen. Das ist auch der größte Batzen. Und wenn ich mich natürlich daran erinnere, wo ich die gekauft habe, verrate ich es euch. Aber die meisten wird es halt nicht mehr geben, leider. Ja, und ich würde sagen, wir starten mit den Season-Ohren, aktuell zu Halloween, starten wir doch mit denen. Können natürlich auch mitzählen, aber wie gesagt, ich habe sie gestern durchgezählt. Plus zwei neue, die ich euch am Ende zeige. Einen habe ich hier, der andere liegt bei meiner Mama. Die hole ich dann erst am Wochenende ab. Aber wie gesagt, starten wir mit Halloween. Da fangen wir an mit den Ohren. Das sind so Plastik-Lollipop-Ohren. Ich glaube, ich habe sie bei AliExpress bestellt. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, oder es war bei aus Amerika. Aber auf jeden Fall eins von den zwei Shops. Die gab es nicht in Paris und auch nicht bei shopdisney.de. Genau, also das sind die ersten Halloween-Ohren. Dann habe ich mal mit denen weiter. Die gab es letztes oder vorletztes Jahr bei Shop Disney. Dazu gab es nämlich auch ein Spirit Jersey. Ich meine, es war letztes Jahr. Genau, es gab diesen... Ah, da liegt auch das Kissen hinten, genau. Es gab diesen karierten Pumpkin-Ohren und genau deswegen sind die Ohren auch kariert von Shop Disney. Entschuldigt bitte, das Video wird wahrscheinlich sehr, sehr lang. Meine neuesten Halloween-Ohren sind die von EMP. Sehen so aus. Die gibt es wahrscheinlich auch noch. Ach, übrigens, muss ich euch auch noch sagen, ich habe jetzt hier ein neues Licht mir gegönnt bei den Prime Days bei Amazon und auch ein neues Mikrofon. Das heißt, der Ton könnte jetzt anders sein. Vielleicht besser, vielleicht schlechter. Und das Licht ist jetzt auf jeden Fall heller und leuchtet viel mehr aus. Das heißt, hoffentlich ist das dann jetzt auch besser in Zukunft.
Genau, also wie gesagt, die gab es bei EMP. Die sind relativ aktuell von diesem Jahr. Und die Schleife kann man auch abmachen. Dann hat man Ohren ohne Schleife. Dann habe ich hier diese Hexenhutohren. Ich glaube, die sind auch schon vor 2 oder 3 Jahren bei Shop Disney Online gekommen. Waren, glaube ich, ursprünglich für Kinder. Und ich meine, die leuchten. Irgendwo kann man sie einschalten, genau hier. Das wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich weiß auch gar nicht, ob da noch Batterie drin ist. Ob die noch... Ja, doch. Also ich sehe es. Sieht man es? Na. Also in den Ohren sind so lilafarbene Pünktchen und die leuchten. Genau, hatte ich aber, glaube ich, noch nie an. Ich weiß nicht, irgendwie lagen sie in einer anderen Box, wo ich sehr selten reingucke. Und ja, keine Ahnung. Aber die passen ganz gut zu Minis Halloween-Kostüm, muss ich sagen. Genau, die gab es mal bei Shop Disney. Dann die Ohren, die habe ich definitiv von AliExpress. Die sind passend zu einem Spirit Jersey, den ich aus Amerika mal mitgebracht bekommen habe, wo es hier noch gar keine Halloween Spirit Jerseys gab. Das war einer der ersten Spirit Jerseys überhaupt von mir. Und das sind die passenden Ohren dazu, weil der auch so schön glitzert und so. Genau. Übrigens, ja, Spirit Jerseys zeige ich euch auch irgendwann. In den nächsten Wochen, jetzt im Winter, habe ich mehr Zeit für solche Videos. Deswegen Spirit Jerseys kommt auch noch. Aber das sind die passenden Ohren zum Spirit Jersey. Dann gab es die Ohren im Disneyland Paris zu kaufen, aber leider nur in einem Jahr. Und zwar als Corona war. Ich habe sie damals selber nicht gekauft. Die Steph von All Around Dreams hat sie mir damals gekauft. Weil die waren auch sehr schnell weg und wie gesagt, kamen seitdem auch nicht mehr wieder. Ich finde die aber mega schön. Sind so an Maleficent angelehnt, würde ich jetzt mal sagen. Und die glitzern super schön. Und das letzte Halloween-Paar Ohren, was ich habe, sind die hier. Die sind, auch als ich jetzt dieses Jahr im Park getragen habe, haben mich super viele gefragt, wo hast du die denn her? Ich meine, die habe ich bei EMP bestellt. Gab es aber auch bei Shop Disney letztes Jahr und auch, glaube ich, auch dieses Jahr. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube aber, meine habe ich von EMP, von vor 2 Jahren sogar schon. Also ich hatte die, glaube ich, von vor 2 Jahren schon mal an. Ja, mein letztes Paar Halloween-Ohren. Was folgt nach Halloween? Nach Halloween folgt Christmas. Und deswegen machen wir weiter mit den Weihnachtsohren, die ich habe. Auch wieder sehr unterschiedlich. Einmal habe ich hier diese Lebkuchenohren, passend zu meinem Rock. Und ich habe auch so eine Tasche. Die sind von Loungefly. Die habe ich, meine ich, letztes Jahr bei EMP bestellt. Genau. Dann, die gab es letztes Jahr im Disneyland Paris. Dieses Jahr sind sie auch wieder da. Diese Weihnachtsohren, die glitzern auch wunderschön. Ich liebe sie. Und ja, wie gesagt, gibt es dieses Jahr wieder. Aber da müsst ihr vielleicht auch schnell sein, weil die waren letztes Jahr super schnell ausverkauft. Vielleicht hat Disneyland dieses Jahr ja die Stückzahl erhöht. Dann auch All-Time-Favorite sind meine Lebkuchenohren. Die habe ich, glaube ich, auch von AliExpress bestellt. Genau, sehen so aus. Gab letztes Jahr auch Lebkuchenohren, aber die haben mir gar nicht gefallen. Die finde ich mega süß. Also, ja, richtig cute. Dann, die gab es auch letztes Jahr im Disneyland, aber sie gibt es auch online. Oder gab es sie online? Ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder online sind. Auf jeden Fall gab es die letztes Jahr auch im Disneyland Paris und ich habe mein Outfit dazu geliebt letztes Jahr. Ich hatte ja so ein Schneemann vor allem, Nikolaus-Kostüm an und dazu die Ohren. Das sah echt mega cute aus und überlege ich mir dieses Jahr tatsächlich auch wieder anzuziehen. Mal gucken, ich bin ja aber wahrscheinlich nicht zum Start der Christmas Season. Und ob ich im Dezember da bin und wann, weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Dann, ich habe das Kabel jetzt leider nicht versteckt, das sind so selbstgemachte Ohren von Ears Ever After. Da habe ich ja früher ganz, ganz oft bestellt und die sind tatsächlich auch so ein Highlight, denn die leuchten. Also ihr seht das Kabel, das muss man eigentlich in der Schleife verstecken. Mal gucken, also sie haben Batterien, ich habe sie gestern auf jeden Fall getestet, aber ob man sie jetzt bei dem starken Licht hier sieht, das ist eine andere Frage. So, jetzt sind sie an. Genau, ich glaube, man sieht es. Vielleicht wollen wir sie nochmal ausmachen. Ja, so ein bisschen hat man es gesehen. Genau, also die leuchten. Batterie kann man noch austauschen. Super süß in der Mickey-Shaped. Dann habe ich dieselben nochmal so. Die leuchten dann auch. Mit diesen Tannen. Weil Haare dran von mir. Genau. Auch von Ears Ever After. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Müsst ihr mal bei ihr schauen. Aber von der habe ich auch, kommen auch später noch ganz viele Ohren. Und dann, ich glaube auch, die waren letztes Jahr neu. Die Schneemann-Ohren von
Loungefly, genau. Sie sind Lounge von Loungefly. Ich muss sagen, ich finde die Loungefly-Ohren, also viele fragen mich auch, ja, wie hältst du es denn den ganzen Tag in den Ohren aus? Hast du keinen Kopfweh? Generell habe ich nie Kopfweh von den Ohren. Es gibt ein oder zwei Paar, von denen ich tatsächlich Kopfweh bekommen habe, aber von den meisten tatsächlich nicht. Bei den Loungefly ist tatsächlich der Fall, wenn ich meine Haare so offen trage wie jetzt, einfach so die Ohren aufziehe, so, ne, dann rutschen sie. Dann rutschen sie wie wild, ich kriege dann die Krise. Es nervt mich unheimlich und dann muss ich sie immer gerade rücken. Wenn ich die Haare so ein bisschen nach hinten gespannt habe, also wenn ich hier vorne nichts habe, sondern alles so nach hinten, Frisur kennt ihr, und dann die Ohren so drüber ziehe wie so ein Haarreif, dann halten sie eigentlich ganz gut. Habe ich aber nur bei den Loungefly-Ohren. Keine Ahnung, woran das liegt. Das war jetzt meine letzten alten Christmas-Ohren. Jetzt zeige ich euch noch mein neuestes Paar, was diese Woche erst bei mir eingetrudelt ist. Und die sind tatsächlich neu aus dem Disneyland. Und zwar die hier. Die gibt es seit, ich glaube, dieser Woche oder seit Anfang, Ende letzter Woche im Disneyland Paris zu kaufen. Sind neu, habe ich euch noch nicht im Hall gezeigt. Also ihr seht jetzt hier als erstes. Und ich finde die super süß, weil die jetzt nicht so Weihnachten ist, sondern Winter. Das heißt, man könnte sie auch noch im Januar tragen, nach der Christmas Season. Und das kann man halt bei den Christmas-Ohren, finde ich, nicht. Also klar, bei denen würde es auch noch gehen. Aber das ist für mich schon wieder auch zu weihnachtlich. Und die kann man auch super noch im Januar tragen. Und die glitzern auch so schön. Also ja, gibt es aktuell im Disneyland Paris. Machen wir weiter mit Loungefly-Ohren. Also ihr habt ja schon gesehen, es waren natürlich schon ein paar Loungefly-Ohren bei Halloween und Christmas dabei. Aber jetzt sagen wir mal die Off-Season-Loungefly-Ohren. Ich weiß, meine Kategorien machen wahrscheinlich gar keinen Sinn, aber es sind so meine Kategorien, die ich jetzt hier aufgeführt habe. Genau, dann haben wir einmal die hier, die passend zu einem Rock sind, den ich auch besitze von Stitch Choupé bei Loungefly. In diesem, das ist ja dieser Minnie-Maus-Look im Blau, hellblau, weiß. Genau, also die einmal. Jetzt muss ich mal gucken, hier ein bisschen Platz machen. Ich muss noch ein Thumbnail machen. Eigentlich wollte ich die dann nochmal drapieren auf dem Boden. Mal gucken. Genau, die Loungefly kommen ja meistens tatsächlich auch in so einem Stoffbeutel. Ich habe so viele Stoffbeutel von denen, weil ich immer zu faul bin, die dann wieder reinzutun. Weil wenn ich die dann suche, die Ohren, muss ich jeden Stoffbeutel aufmachen und so. Ist ein bisschen nervig. Für Reisen aber sehr praktisch. Dann dieses Jahr neu gab es einer der 100. Kollektion oder so die Ohren von Loungefly. Da kann man auch die Schleife abmachen. Das heißt, sie sind dann auch für Männer geeignet, obwohl natürlich Männer auch Schleifen tragen können. Aber genau, die gab es dieses Jahr. Vielleicht gibt es sie auch bei EMP, weil die waren von Funko Europe und gab es aber, soweit ich weiß, auch bei EMP. Und ich weiß, viele von euch fragen, wo kaufe ich denn hauptsächlich meine Ohren, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, bei Shops. Also hauptsächlich natürlich im Disneyland Paris und bei Shop Disney. Aber es gibt natürlich Shops wie EMP, es gibt Shops wie Funko Europe. Da habt ihr aber hauptsächlich Ohren von Loungefly, also die ich euch jetzt zeige. Gibt es da hauptsächlich. Dann gibt es natürlich selbst gebastelte Ohren von verschiedenen Shops, wie jetzt gesagt, Ears Ever After. Wo kaufe ich noch Ohren? Ja, und ansonsten halt aus anderen Disney-Parks. Zum Beispiel der Hut ist jetzt aus Tokio. Habe ich auch über einen Online-Händler bestellt. Also ja, aber so hauptsächlich würde ich sagen bei Shop Disney und im Disneyland Paris. Und manchmal hin und wieder bei Funko Europe oder bei EMP. Ja, dann weiter mit den Loungefly-Ohren. Einmal gab es die hier. Oder habe ich die hier. Passend zu einer Tasche, die ich besitze. Genau. Sehr frühlingshaft. Ja, es gibt Ohren, die kann ich halt nur saisonweise anziehen, wie jetzt zum Beispiel die. Dann die Steamboat Willy Ohren, nicht Steamboat. Steamboat Willy Ohren, gibt es auch mega schön. Gab es in zwei Versionen, auch einmal für Männer mit, oder Frauen können es natürlich auch, also ohne Schleife, sage ich mal. Da war dann hier ein Boot drauf. Ich glaube, die hatte sich Daniel mal gekauft. Und ich habe jetzt gesehen, von Stitch Choupé bei Loungefly, off topic, gibt es jetzt demnächst Steamboat Willy Röcke und Kleider. Habe mich schockverliebt. Das heißt, ja, als nächstes werde ich mir den Steamboat Willy Rock kaufen und die Ohren habe ich ja schon dazu. Dann die Minnie Maus Food Ohren, nenne ich sie mal. Dazu habe ich auch, ich glaube, den Rucksack. Und ja, ist halt so Sprinkles, Cupcake, ich weiß nicht, was darstellen soll, auf jeden Fall irgendwas zum Essen im Minnie Maus Look von Loungefly. Dann gab es die Pixar-Ohren, die, als ich die anhatte dieses Jahr, haben auch viele gefragt, wo hast du die her?
Ich habe die bei Shop Disney bestellt. Die gab es mal bei Shop Disney von Loungefly. Ansonsten habe ich sie tatsächlich nur in den Parks mal gesehen. Also nicht ein bisschen in Paris, sondern in anderen Parks. Ja, sind aber auch sehr begehrt gewesen bei Shop Disney. Dann noch ein weitere Food-Ohren. Dazu habe ich auch den passenden Rucksack. Genau, ich weiß nicht, ob, ich glaube, von dem habe ich die Tasche. Oder habe ich davon die Tasche? Ich glaube, ich habe davon die Tasche. Auf jeden Fall habe ich eine passende Tasche oder Rucksack zu den Ohren. Genau, Food ist ja immer total süß. Ja, gab es bei EMP, soweit ich weiß, letztes oder vorletztes Jahr wahrscheinlich. Und dann nochmal zwei Food-Ohren. Einmal die Brezel-Ohren, passend zum Brezel-Spirit-Jersey. Gab es bei Shop Disney. Und die Waffelohren mit passendem Spirit Jersey, auch bei Shop Disney. Das waren alle Loungefly Non-Season Ohren. Das hört nicht auf. Der größte Berg steht mir tatsächlich noch bevor. Machen wir weiter mit Special Events. Ich habe es jetzt mal Special Events gesagt. Genannt, weil ich hier einmal Run Disney Ohren habe. Und die sind tatsächlich aus Amerika. Ich weiß nicht, ob mir die mitgebracht wurden. Ich glaube aber schon. Genau, das war vom 2020 Run Disney Event in Walt Disney World. Ja, seit 2019 gibt es das Event ja leider nicht mehr im Disneyland Paris. Und ja, da habt ihr alle vier Parks vertreten. Also die Walt Disney World Parks, Magic Kingdom, Epcot, jetzt muss ich selbst gucken, Hollywood Studios und Animal Kingdom. Und hier vorne habt ihr den laufenden Mickey und an der Seite steht halt 2022. Marathon Weekend, genau. Hatte ich, glaube einmal an oder so und seitdem hat das Event halt nicht mehr stattgefunden. Ich wünsche, dass es zurückkommt. Mal sehen. Oh, hier sehe ich gerade, die sind dreckig. Oh nein, die muss ich sauber machen. Ja, da, ich zeige es euch mal. Bisschen dreckig geworden. Keine Ahnung wie, wann und wo, aber ja, passiert. Nicht so schlimm, kann man sauber machen. Genau, das war jetzt vom Run Disney. Das sind meine einzigen Run Disney Ohren. Und dann habe ich jetzt hier noch ein paar Disney Cruise Line Ohren. Ich war ja schon zweimal auf der Disney Cruise und mir wurden aber auch lieberweise zwei paar Ohren mitgebracht. Die ich mir selbst gekauft habe auf der Disney Cruise, sind einmal hier diese wunderschönen rosé-goldenen Sparkling Ohren. Schaut euch das mal an, wie schön die glitzern mit dem Mickey Anker hier in der Schleife. Also ich liebe diese Farbe. Genau, also einmal die habe ich mir jetzt gekauft, als ich selbst auf der Cruise war. Und die glitzern auch so schön. Mit dem Anker wieder in der Mitte und so. Ich habe dazu auch passenden Spirit Jersey hier zu dem blauen. Also, ja, mega schön. Dann wurden mir zwei Paar mitgebracht. Einmal hier die, also aber auch von der Disney Cruise mit diesen Rettungsringen. In Rot mit der Glitzerschleife. Und meine neuesten Disney Cruise Line Ohren sind die hier. Von der Wish. Ne, es ist nicht von der Wish. Entschuldigung, vom 25. Jubiläum von Disney Cruise. Genau, wurden nicht auf der Wish gekauft, gab es auf, ich glaube, die Person war auf der Disney Magic. Ne, auf der Disney Dream. Sorry, die war ja hier in Europa unterwegs. Genau, aber da gab es die Ohren zum 25. Jubiläum. Also auch ein sehr besonderes Stück. Mittlerweile gibt es die auch nicht mehr, weil das nicht mehr gefeiert wird, das 25. Jubiläum. Ja, das waren die Disney Cruise Line Ohren und meine Disney Run Disney Ohren. Ist ja immer Ohren, sind ja immer zwei. Machen wir weiter mit der Minnie Mouse Main Attraction Collection. Das ist ja ein Zungenbrecher gewesen. Und ich habe tatsächlich alle 12, das gab ja jeden Monat, ein paar neue Ohren zu einer passenden Attraktion. Genau. Danach gab es dann auch die Mickey Mouse Main Attraction Collection. Davon habe ich mir kein paar Ohren gekauft, weil ich sie einfach nicht schön fand. Ja, fangen wir an mit dem Januar. Die habe ich alle bei Shop Disney gekauft. Gab es einmal die, weil zu dem Zeitpunkt gab es die Minnie Mouse Main Attraction Collection noch nicht im Disneyland. Die Mickey Mouse Main Attraction Collection gab es dann schon im Park. Also einmal die Hyperspace Mountain Ohren sehen so aus. Das war der Januar. Ich meine, der Februar war dann Pirates. Ich hoffe, dass ich es richtig wiedergebe. Es könnte ein paar Verwechslungen sein. Genau, einmal die Pirates-Ohren mit diesem wackelnden Schiff oben drauf. Dann, was war denn der? Ich glaube, März war der Hutmacher. Oder?
Ich glaube ja. die Teetassen mit dem Hut und diesem Faszinator da vorne. Auch sehr spezielle Ohren. Dann März. Ja, ich glaube März war dann. Was war denn dann April? Ich glaube März war It's a Small World. Ich kann es jetzt aber nicht mehr genau betiteln. Genau, die It's a Small World Ohren. April. Ich glaube das Karussell, aber ich bin mir echt nicht sicher. Genau, sehen so aus. Ich glaube nicht, dass Lancelot in Walt Disney World ist. Mai. Mai war, glaube ich, Peter Pan. Genau. Juni. Was war denn da November? Also ich glaube, Juni war... War es Dumbo? Oder war es... Ne, ich glaube, es war der Tiki Room. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, einer der Sommermonate war Tiki Room. Dann Juli könnte Dumbo sein. August. Da habe ich eine zu wenig. August, September, Oktober, November. Mir fehlt irgendwie ein paar Ohren. Welche fehlen mir denn jetzt da? Ich finde ich die noch. Auf jeden Fall war das, glaube ich, September. Also das war, glaube ich, auf jeden Fall September. Big Thunder Mountain. Oktober war auf jeden Fall Phantom Manor mit diesem Gewimbel da hinten. Nicht Phantom Manor, es war ja Haunted Mansion, weil es ist ja angelehnt an Walt Disney World. November war auf jeden Fall hier Jungle Cruise. Finde ich ja echt mega hässlich, ne? Aber sie gehörten zur Kollektion. Und Dezember war auf jeden Fall hier das. Feuerwerk, Schloss, was auch immer. Ich finde es jetzt auch nicht besonders geil. Aber ja, passen ganz gut zu Silvester. Ich weiß jetzt nicht, welches Paar mir fehlt. Vielleicht finde ich die noch. Auf jeden Fall habe ich. Oder ich habe mich verzählt im Monat oder so. Egal. Genau, das waren die Minnie Mouse Main Attraction Collection Ohren. Das ist echt ein Zungenbrecher. Kommen wir zu Ohren, die ich entweder selbst gebastelt habe oder bei selbstgebastelten Shops, sage ich mal, gekauft habe. Ich weiß aber nicht mehr jeden Shop tatsächlich. Und zwar zum Beispiel die. Weiß ich nicht mehr, woher ich die habe, von welchem Shop. Aber die haben dann hier das Schloss und Tinkerbell an der Seite mit so Blumen. Finde ich auch echt schön. Dann dasselbe Spiel bei denen. Ich glaube, die waren vom selben Shop. Genau, mit Cinderella-Kutsche und Ohren und Blümchen. Ich meine auch, der Shop gibt es auch nicht mehr. Ich meine, der hat auch geschlossen. Dann von einem anderen Shop. Aber... Fragt mich nicht, von welchem. Ich glaube, die sind falsch rum hier. Ja, warte, ich muss mal die Ohren drehen. Das war tatsächlich so ein Shop, wo man so Ohren dann wechseln konnte. Also die, so konnte man die dann reindrehen. So. Und die Schleife ist auch nur mit so Klett dran. Das heißt, man kann die dann auch x-beliebig wechseln. Das fand ich eigentlich ein cooles System, aber ich habe nur ein paar von denen gekauft. Und zwar König der Löwen Lion King. Finde ich auch mega schön mit diesem 3D-Druck. Dann... Ears Ever After, habe ich ja schon gesagt. Da habe ich einige Ohren noch im Petto. Und zwar einmal eins meiner, also ich würde jetzt sagen, nicht die Lieblingsohren, aber die ich sehr gerne trage, weil die halt zu vielem passen, sind die schwarzen Samtohren. Weil die halt universell kombinierbar sind, fast zu jedem Outfit. Wenn man nicht weiß, welche Ohren man nimmt, dann nimmt man die. Aber sind auch schon sehr, musste ich schon öfter kleben und so, weil die schon sehr oft benutzt wurden. Dann einmal die hier, die finde ich eigentlich auch ganz süß, mit diesen rosé-goldenen Mickeys. Aber ihr seht, hier oben ist auch schon eine Mickey abgefallen, weil die sind halt nur aufgeklebt. Aber trotzdem mega schön in diesem rosé-gold. Dann einmal Baby-Yoda-Ohren mit goldener Schleife. Also wie gesagt, das alles von Ears Ever After. Und wie die schwarzen nochmal in Rosé-Samtohren, weil die sind auch super bequem. Diese Samtoptik gefällt mir ganz gut und habe ich auch schon oft getragen. Vor allem am Anfang, wo ich noch nicht ganz so viele Ohren hatte. Genau, das waren die. Und jetzt kommen noch meine selbst gebastelten, die ich jetzt noch behalten habe. Ich habe noch viel mehr selbst gebastelt, aber die besitze ich nicht mehr. Und zwar einmal die hier. Das sind die Frozen-Ohren. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo ich Ohren selbst bastle und zeige, wie es funktioniert.
Genau, also das, die habe ich mal selbst gemacht für die Disney Cruise damals, weil das Thema war Frozen und ich hatte keine Frozen-Ohren, deswegen habe ich an mir einfach selbst welche genäht. Dann für meinen YouTube-Kanal habe ich mir auch mal Ohren genäht. Ich weiß nicht, ob ich die jemals, ich glaube, einmal hatte ich sie an, aber sonst finde ich es irgendwie komisch, mit meinem Logo da rumzulaufen, aber ich schmeiße sie nicht weg. Dann finde ich auch mega schön hier die Simba-Ohren. Die habe ich auch mal selbst genäht, selbst gebastelt. Ich finde die Schleife total schön und auch das Muster mit Simba. Und die letzten, nicht, dass ich sie noch tragen werde, aber das sind tatsächlich die allerersten Ohren, die ich mal selbst gebastelt habe. Und deswegen werde ich sie nicht wegschmeißen oder so. Und zwar sind das die hier. Das war mein erstes Paar, was ich damals in der Nähschule, also ich bin damals zu so Nähunterricht gegangen. Und das war das erste Paar, was ich damals gebastelt habe, geklebt, genäht, was auch immer. Und deswegen werde ich die auch behalten. Ob ich sie irgendwann tragen werde, ich glaube eher nicht, aber ich finde sie trotzdem mega cute. Ja, das waren alle Ohren aus selbstgebastelten Shops oder selbstgebastelt von mir. Die Kategorie, die jetzt kommt, weiß ich nicht, wie ich sie nennen soll, weil einige sind von AliExpress, andere sind aus anderen Disney-Parks, wo ich definitiv weiß, dass ich sie nicht hier gekauft habe. Und ja, und Aulani ist auch ein paar dabei. Aber ich zeige es euch jetzt. Genau, auf jeden Fall einmal meine Coco-Ohren, die ich auch heiß und innig liebe. Die gab es mal in Walt Disney World vor, weiß ich nicht, 3 Jahren, auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Finde die mega schön. Und eigentlich würde ich sie tatsächlich jetzt zu Halloween noch packen. Ich weiß nicht, warum ich sie hierhin gepackt habe. Die kommen zurück zu Halloween, weil ich finde, Coco passt super zu Halloween. Dann habe ich von AliExpress einmal hier so, oh nein, jetzt fällt alles runter, hier so Donald-Ohren. Ihr seht, da ist noch das Preisschild dran. Genau, hier steht, die sind wohl aus Hongkong, aber bei AliExpress gekauft. Dann auch einmal hier so Dinger, da steht auch noch das Preisschild dran, aus Shanghai, mit Daisy oben drauf. Also ich hatte die noch nie an. Dann einmal, also hier hängt auch noch das Preisschild dran. Weiß nicht, woher, aus welchem Park das jetzt ist, aber hier mit so einer Donald-Mütze. Es gab halt noch keine Gelegenheit, die anzuziehen. Und hier auch noch mit Preisschild aus Shanghai mit Donald und Daisy. Genau, also das. Ich weiß nicht, warum ich so viele Donald- und Daisy-Ohren habe. Ich kam irgendwie noch nie dazu, sie anzuziehen. Mal gucken. Genau, also die waren alle von AliExpress. Die hier habe ich auch mal bei AliExpress bestellt. Genau, die haben so, sind weiß und mit so Herzen und Rosé. Habe ich auch schon sehr, sehr oft getragen, weil ich die auch bequem finde. Hier steht Tokio drauf, also dass die angeblich aus Tokio sind. Dann, die habe ich auch bei AliExpress bestellt. Hier steht auch Tokio drauf. Bei den Glitzerohren hat man überall noch Haare. Bei den Pailletten bleibt es einfach immer hängen. Genau, lila mit Blümchen dran. Und seht ihr den Hidden Mickey in den Blumen? Ja, gab es aber, glaube ich, in Aulani, soweit ich mich erinnern kann. Dann, das war's. Jetzt hier noch ein paar Loungefly-Ohren. Die gehören ja aber, die gehören eigentlich zu Loungefly. Und zwar die hier. Das sind die eigentlich Minimaus-Ohren. Also es gab auch so eine Minimaus-Tasche. Aber für mich sind das Rapunzel-Ohren. Also für mich mit den Blumen und so und der Farbe ist das für mich ganz klar, sind das ganz klar Rapunzel-Ohren. Also für ein Rapunzel-Outfit. Kommen wieder zu den Loungefly-Ohren. Dann aus Aulani. Das sind jetzt keine Ohren, aber ein Haarreif. Ist ja gut, eben bei Donald und so waren jetzt auch keine richtigen Ohren. Ist der hier. Daniel findet sie ja total creepy. Hat mir auch eine liebe Followerin aus Aulani mitgebracht. Gibt es aber, glaube ich, auch in Hongkong, soweit ich weiß. Mit diesen Charakteren. Finde ich super süß. Ja. Gab es aber sonst hier nirgends zu kaufen. Dann auch ein Geschenk aus Amerika, hat mir damals jemand geschenkt. Gab es, glaube ich, in Walt Disney World. Das sind diese Amerika-Ohren, würde ich sie jetzt mal nennen. Sind auch sehr speziell, wurden mir mal geschenkt. Und dann gab es letztes Jahr, habe ich so eine Mystery Box als Kooperation bekommen. Und da waren hier diese goldenen Ohren drin. Die sind eigentlich passend zu vielem, aber auch vor allem zu Weihnachten, zu ganz vielen Spirit-Jerseys, die ich habe. Aber sind natürlich universell einsetzbar.
aus welchem Park die waren. Ich habe das Etikett leider abgeschnitten, weil sobald es so ein langes Fax ist, dann schneide ich das sofort ab. Das nervt mich. Und meine neuesten Ohren aus Tokio, die habe ich tatsächlich über einen Shop in Tokio bestellt, sind diese Ballonohren zum Happiness in the Sky. Das ist die aktuelle Nighttime-Show, soweit ich weiß. Und irgendwie kann man das hier auch wechseln oder irgendwie kann man die Schleife auch so machen, dass es dann so ist oder halt andersrum. Genau, kann man tragen, wie man möchte. Ja, das waren die Ohren. Und jetzt kommen wir zum größten Haufen, der da liegt. Also das war jetzt vielleicht mal schätzungsweise die Hälfte. So roundabout, keine Ahnung, jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber jetzt kommen wir zum größten Haufen von Shop Disney und Disneyland Paris und anderen noch Disney Parks und so. Also ich merke, so richtige Konstanz in meinen Kategorien hat das nicht gehabt. Egal. Und bevor wir weitermachen, könnt ihr mal gerne dann in die Kommentare auch noch schreiben, welche 5 Ohren euch vielleicht am besten gefallen, welche ihr gerne auch besitzen würdet. Würde mich mal interessieren, welche eure Favoriten sind. Meine Favoriten kommen tatsächlich noch und ich sage euch dann noch, welche meine absoluten Lieblingsohren sind von den ganzen. Also ich habe ein paar, das ich sehr besonders liebe und auch sehr besonders ist. Dazu kommen wir aber gleich. So, fangen wir an. Walt Disney World, 50. Geburtstag Ohren, gab es bei Shop Disney. Ihr seht das 50. Logo in den Ohren. Aber ich finde, die sind auch super, weil die halt auch wieder schwarz sind und so schwarz-gold. Das passt zu vielem, kann man super kombinieren zu allen möglichen Jahreszeiten. Deswegen finde ich die auch so sehr, sehr praktisch. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das alles hinschmeiße. Und dann, ich glaube, dieses Jahr die Oswald-Ohren. Gab es in Paris, aber auch bei Shop Disney. Genau, sehen so aus. Sind jetzt auch nicht super bequem zum Tragen, muss man jetzt leider sagen. Dann gab es auch mal im Disneyland Paris hier diese Mickey-Ohren mit diesem Daumen nach oben. Die waren auch irgendwann mal im Sale. Ich glaube, am Ende habe ich sie für 5 Euro oder so gekauft. Hier steht auch Disneyland Paris drauf. Sind auch super für ein Mickey-Outfit. Kann man auch super kombinieren. Dann zumindest Mickeys 90. Geburtstag gab es auch im Disneyland Paris diese Ohren. Auch sehr besonders. Und ich finde, das hier war früher viel besser mit diesen Zetteln. Jetzt diese riesen Fax an der Seite nerven mich. So ist viel besser. Wenn wir Mickey hier oben am Party machen und hier steht World's Biggest Mouse Party. Bald wird er ja schon wieder 100, ne? Da ist, oh Gott, reden wir nicht über das Merchandise, was dann kommt. Oben vom 1992, also nicht von 1992, aber angelehnt an das Eröffnungsjahr Euro Disney. Und das waren ja die Ohren, die man als, nicht zu Influencer, sondern als Zuschauer auf Instagram bei Disneyland Paris selbst gestalten konnte. Man hat dann immer abgestimmt, welche Farbe soll es haben, welche Schleife es bekommt, welches Muster auf den Ohren ist und so weiter. Und dann wurde es nach unseren Präferenzen dann designt. Ja, ich finde es okay. Ich glaube aber, ich hatte eine andere Präferenz. Dann einmal Star Wars Ohren, die gab es bei Shop Disney mit Darth Vader. Rule the Galaxy steht hinten drauf, finde ich richtig cool. Und hier steht Designed for Disney by Ashley Eckstein. Wer auch immer das ist, aber ich finde sie echt cool. Also ich habe nicht viele Star Wars Ohren, aber die sind mega gut. Dann Mickey's Runaway Runaway Ohren. Ja. Ihr liebt das, wenn ich das sage. Mickey's Runaway Runaway. Letztes Jahr in den Hollywood Studios gekauft, als ich mit Brina dort war. Meine absolute Lieblingsattraktion in Walt Disney World. Ich liebe diese Attraktion, deswegen mussten diese Ohren mit. Leider hatten diese Ohren noch keine Gelegenheit zu glänzen. Eigentlich hatten wir geplant, mit Brina dieses Jahr uns so ein Kleid zu kaufen in der Optik. Hier. Und die dann anzuziehen. Aber irgendwie kamen wir nicht dazu und ich habe auch kein passendes Kleid gefunden. Musste gerade den Akku in der Kamera wechseln oder einen Stecker einstecken. Ja, weiter geht's. Mir wird schon langsam echt warm. Mit den Ohren. Die habe ich tatsächlich aus Anaheim zum chinesischen Neujahr. Dazu habe ich auch den passenden Spirit Jersey. Hab ich ewig nicht mehr angehabt, aber ich mag diesen asiatischen Touch. Ja, finde ich mega schön. Dann die Ohren. Liebe ich abgöttisch. Gab es mal bei Shop Disney, weil ich finde diese Farbkombi, dieses Rosa mega geil, diese Steinchen hier vorne, auch die Schleife ist mega schön. Also
ja, ein sehr schönes Paar Ohren. Ich dachte, hier wäre jetzt, hier steht noch was. Disney bei Bubble Beer. Ah, genau, das sind die von Bubble Beer. Gibt ja auch Schmuck davon. Ich glaube, die waren deswegen auch etwas teurer, die Ohren, aber mega schön. Dann, ups, wir wollen hier kein Paar unterschlagen. Aus Anaheim, ich glaube zum 65. Geburtstag, gab es hier die Ohren. Ich habe auch meines Wissens, ne, ich habe den passenden Spirit Jersey nicht dazu. Ich habe, glaube ich, nur die Ohren bestellt. Ja, ich hatte eigentlich ja vorgehabt, dieses Jahr nach Anaheim zu fliegen. Deswegen wären die ganz passend gewesen, aber war nicht der Fall. Aber dennoch habe ich sie. Dann, ja, auch dieses Jahr gab es im Disneyland, aber auch online, diese, boah, ich weiß nicht mehr, wie die Jimmy, weiß nicht, es war nicht Jimmy Choo, Jimmy Choo ist der andere Designer. Auf jeden Fall gab es von diesem Designer verschiedene Sachen, und zwar auch Ohren und Tasche und Rucksack und Spirit Jersey. Genau, das sind die passenden Ohren dazu. Dann, ich meine auch aus Anaheim gab es, steht es nicht, es steht nur Disney drauf, die Ohren. Super schön. Sparkly. Die Schleife ist auch mal was anderes. Das ist so eine feste Schleife. Da finde ich auch schon richtig schön sparkly. Ach, das steht jetzt auch. 65 Years of Magic. Auch aus Anaheim. Zum 65. Geburtstag. Dann auch ein paar Ohren, was ich sehr liebe. Ich mag die Samtoptik. Ich liebe die Samtoptik. Auch wieder dieses Schwarz-Weiße. Passt zu super vielem. Kann man echt gut kombinieren. In diesem Minnie-Maus-Look habe ich von Shop Disney. Auch von Shop Disney, die Ohren, Loungefly-Ohren sind es eigentlich vom 50. Geburtstag von Walt Disney World. Sehen so aus. Genau, sind eigentlich, wenn man es streng nimmt, Loungefly-Ohren. Dann auch von Shop Disney wieder Snack-Ohren, auch in diesem Plüsch-Optik. Die sind auch immer super bequem, diese Plüsch-Ohren. Ja, dazu habe ich auch den passenden Rucksack. Und die passende Tasche meine ich auch. Gab es dieses Jahr bei Shop Disney. Dann der Klassiker, ich glaube, das war auch einer der ersten paar Ohren, die ich hatte. Die klassischen Minnie-Maus-Ohren, aber auch in der Samtoptik, weil mittlerweile, ihr wisst, ich liebe Samt. Oh, jetzt habe ich meine eigenen Haare gegessen. Ja, klassisch, schön, sollte man in jeder Ohrensammlung haben, wie ich finde. Und dann die Dschungelohren, die gab es auch mal bei Shop Disney, passend zu einem Pullover und zu Shorts, die ich auch habe. Ja, sehen so aus. Hier steht Hello Summer. Ja, ihr wollt ja auch, dass ich euch die Spirit Jerseys zeige. Was wollt ihr denn noch so sehen im Moni? Zeigt mal. Taschen, Rucksäcke, keine Ahnung. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Jetzt machen wir weiter. Achtung, jetzt braucht ihr eine Sonnenbrille, weil jetzt kommen sehr viele Sparkly-Ohren, die ich auch sehr liebe. Neben Samt meine Favorite-Ohren. Amazon, jetzt habe ich hier schon wieder welche unterschlagen. Die fallen immer runter. Einmal zum 30. Geburtstag im Disneyland Paris gab es die Tinkerbell Schwarz-Weiß-Ohren. Es gab vor ein, zwei Jahren schon so ähnlich im Disneyland Paris. Dann gab es, die habe ich dann verkauft zum Insta-Sale, weil die hatte ich auch und mir die vom 30. gekauft. Hier vorne ist dann Tinkerbell mit Schloss. Dann auch zum 30. Geburtstag gab es die Ohren. Passend mit einem Spirit Jersey. Die gab es aber auch in verschiedenen Parks, also nicht nur ein bisschen in Paris. Die gab es eigentlich weltweit, wenn ich das so sagen kann. Die sind aber auch von Loungefly. Genau. Gab es im Disneyland Paris. Oder ich habe sie im Disneyland Paris gekauft. Dann die Ohren habe ich bei Shop Disney gekauft. Gab es aber auch in Anaheim. Nicht in Anaheim. Im Animal Kingdom habe ich sie gesehen. Sehen so aus. Sparkly, Leo. Superschön. Dann bei Shop Disney diese Krönchenohren. Hängen überall Haare dran. Ich weiß, das würde ich dir eigentlich nicht sehen, aber wenn wir schon mal dabei sind, kann ich die ja schon mal entfernen. Genau, diese, ich nenne mal korallfarbenen, peachfarbenen Prinzessinnenohren mit Krönchen. Auch schön von Shop Disney. Dann aus Anaheim die hier. Liebe ich auch abgöttisch. Habe ich bei irgendeinem Shop bestellt. Mir hier hinliefern lassen. Hier steht, The Happiest Place on Earth, Disneyland, mit dieser coolen Schrift. Dann die Pride-Ohren, die gab es bei der ersten Pride im Disneyland Paris zu kaufen und seitdem auch in der Optik nie wieder. Aber ich finde die Optik mega schön, also mit diesen Glitzerpailletten wieder und mit der Regenbogenschleife, auch ein sehr schönes Paar.
Dann, die wurden mir, glaube ich, auch mitgebracht aus Walt Disney World vor sehr vielen Jahren. Also, ich weiß nicht, vor 3 oder 4 Jahren. Sind auch so Ohren, die echt zu vielen passen. In diesem Silber-Metallic-Look in der Schleife. Also, die passen auch echt zu vielen Sachen. So Allrounder-Ears, kann man schon sagen. Dann Make-A-Wish-Ohren. Die gab es, also, da steht jetzt nicht Make-A-Wish drauf, aber die gab es mal mit dem Make-A-Wish Spirit Jersey und wenn man das gekauft hat, war Sachen von der Kollektion, wurde ja auch an Make-A-Wish gespendet und deswegen nenne ich sie jetzt einfach Make-A-Wish-Ohren. Das sind einfach blaue Glitzerohren. Da habe ich auch den passenden Spirit Jersey zu. Auch zu den Ohren habe ich den passenden Spirit Jersey. Gab es im Disneyland zu kaufen. Genau. Das ist auch so ein Mix aus lila, rosa. Ich weiß nicht, auf jeden Fall so ein ganz, je nach Lichteinfall, ganz verschiedene Farben haben die Ohren. Bei Shop Disney auch Ohren, die ich super finde, weil die auch zu vielen Outfits passen, weil sie so verschiedene Farben haben, sind die Paillettenohren in dem Pastell-Look von Shop Disney. Dann, die wurden mir, glaube ich, auch mitgebracht aus Walt Disney World, passen zu vielen roten Sachen, auch zu Minnie Mouse Looks mit dieser Pailletten, aber auch zu Weihnachten passen die super, weil sie halt einfach rot sind. Dann die schwarzen braunen Ohren, die gab es im Disneyland Paris mit dem Bronze Spirit Jersey, den ich aber nicht mehr habe, weil ich weiß, aber die habe ich schon behalten, weil zu so braunen Sachen oder so kann man das auch ganz gut kombinieren, schwarz-braun. Dann zur Arendelle-Kollektion im Disneyland Paris gab es die Ohren mit dem passenden Spirit Jersey, den ich auch habe. Genau. Dann, ich glaube, das war auch eine Kollektion im Disneyland. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Doch, ich habe, glaube ich, auch den oder war es Walt Disney World. Ich habe, glaube ich, eine Walt Disney World Spirit Jersey. Auf jeden Fall lila Sparkling-Ohren. Kann man auch gut kombinieren. Auch an Halloween zum Beispiel. Und die gab es auch mal im Disneyland, aber auch, glaube ich, bei Shop Disney. Sind diese silber-goldenen Ohren mit dem Schloss in der Mitte. Ja. Das waren jetzt die meisten Sparkling-Ohren. Aber es war noch nicht alles. Ja, es geht weiter mit Ohren. Habt ihr mitgezählt? Wisst ihr schon, wie viele es sind? Vom 30. Geburtstag die Chip and Dale Ohren, auch mega flauschig, mega bequem, sind auch immer noch sehr begehrt. Im Park gibt es sie auch wieder zu kaufen, soweit ich weiß. Und viele von euch hätten sie auch gerne noch, also sind echt mega süß und sehr besonders. Dann gab es auch mal, mittlerweile gibt es auch schon andere, aber die Tower of Terror Ohren gab es, oder gab es sie nur online? Ich glaube, die gab es nur online, nicht im Park. Sind auch von Loungefly, wie man sehen kann. Ja, gibt es aber mittlerweile auch schon andere Ohren von der Disneyland Paris Attraction Collection. ja, gibt es andere Tower of Terror Ohren, aber ich habe die, weil ich die schon ein bisschen schöner finde. Dann einmal, ich glaube, das sind meine einzigen Marvel-Ohren, einmal Groot, weil wir mal ein Groot-Outfit gemacht haben und wie gesagt, meine einzigen Marvel-Ohren, die ich besitze, gab es auch im Disneyland Paris. Und jetzt kommen wir zu, ich würde sagen, schon meinen Lieblingsohren. Weil die halt sehr besonders sind. Ich habe dafür auch, sind nicht die teuersten Ohren mittlerweile, weil dieses Jahr kam jetzt ein teureres Paar Ohren dazu. Die zeige ich euch auch noch, aber die waren auch sehr teuer in der Beschaffung. Das sind meine, ich würde sagen schon, wenn ich mich auf ein paar Ohren festlegen müsste, sind das meine Lieblingsohren. Weil sie verbinden meine Lieblingsfarben, lila und rosa. Sie verbinden meine Lieblingscharaktere, was Mickey und Minnie sind. Ich liebe das Design. Und das Design wurde tatsächlich von einem Künstler gemacht. Und die Ohren gab es nur in Amerika. Die waren limitiert und damals haben wir sie über eine damalige Freundin bestellt. Und die damalige Freundin hatte einen Kontakt in Amerika und zu ihr konnten wir die Ohren schicken. War aber, wie gesagt, nicht ganz günstig mit dem Versand dorthin und dem Versand hier nach Deutschland. Egal, reden wir nicht drüber. Ich liebe sie. Der Künstler, jetzt muss ich mal gucken, ob das hier drauf steht. Genau, hier steht Limited Release. Steht der hier drauf? Ich weiß es nicht mehr. Steht nicht drauf. Auf jeden Fall sind es limitierte Ohren. Und sie sind nochmal besonders, weil ich sie letztes Jahr im Januar, wo ich in Walt Disney World war, getragen habe. Und ihr glaubt es nicht, aber wer meine Vlogs gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Ich habe den Künstler gesehen. Ich habe den Künstler getroffen. In Epcot, als ich gerade aus dem Park gelaufen bin und er hat sie mir unterschrieben. Das heißt hier, sieht man es, ganz schwach,
sieht man die Unterschrift von ihm. Ja. Das heißt, ich habe wirklich ein Unikat. Kann man so nicht kaufen. Sie sind sowieso schon limitiert. Und dann unterschreibt auch noch der Künstler höchstpersönlich, der Artist, auf meinen Ohren. Also das war wirklich Magic Moment. Wenn ihr euch das interessiert, schaut euch die Vlogs von Januar 2022 an auf meinem YouTube-Kanal. Da seht ihr das auch. Aber ich war richtig aus dem Häuschen und deswegen nicht nur wegen der Unterschrift. Ich fand sie vorher schon mega schön, waren meine Lieblingsohren, aber jetzt sind sie halt noch besonderer und deswegen, wenn ich mich von allen meinen Ohren festlegen müsste, sind das meine Lieblingsohren. Ich finde das Design schön, die Farben, meine Lieblingscharaktere sind drauf. Ja, meine absoluten Lieblingsohren. Genau, jetzt war das eine lange Story zu den Ohren. Sie haben wieder ein paar einen Abgang gemacht. Dann machen wir weiter mit den Aladdin-Ohren. Die gab es auch mal im Disneyland Paris. Es gab auch immer mal wieder neue Aladdin-Ohren. Die haben mir aber alle nicht gefallen. Ich finde die immer noch am schönsten mit diesem Teppich hier. Auch mit den Pailletten wieder. Ja, gab es aber seitdem her nicht. Die habe ich auch schon sehr lange. Dann Donut-Ohren. Gab es auch im Park mal zu kaufen. Genau, sehen einfach aus wie Donuts. Dann, die habe ich aber von Shop Disney, ich glaube von vor 2 Jahren, so Plüsch. Winterohren, dazu habe ich auch den passenden Spirit Jersey. Genau. Schon von Shop Disney. Im Park war es dieses Jahr, ich glaube es war noch dieses Jahr, gab es nur für Jahreskarteninhaber für 2 Tage gefühlt, diese Ohren mit dem passenden Spirit Jersey zu kaufen. Ich weiß nicht, was sie mit den Sachen danach gemacht haben. Die könnten doch nicht in 2 Tagen alles verkauft haben. Haben sie das denn weggeschmissen? Also das verstehe ich immer noch nicht mit dieser Kollektion. Auf jeden Fall hat mir dann eine liebe Followerin dann die Sache mitgebracht. Die Ohren und den passenden Spirit Jersey, auch in so einem Plüsch. Daniel sagt, das sieht aus wie ein Badezimmervorleger. Hat er ja nicht unrecht, muss ich sagen. Ich finde es trotzdem schön. Ich liebe halt rosa. Rosa ist meine absolute Lieblingsfarbe. Und ist auch limitiert, wenn man das so sagen kann, weil die gab es gefühlt nur 2 Tage. Im Park und nur für Jahreskarteninhaber. Dann, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich die bestellt habe. Ich gab es auf jeden Fall nicht im Park. Die Ariel-Ohren. Genau, die finde ich auch mega schön. Die einen Ariel-Ohren, die ich auch bei Shop Disney schön fand, war ich leider zu langsam. Habe gewartet und habe sie dann nicht bestellt. Dann sind sie ausverkauft. Egal, ich habe die. Und vom 30. Geburtstag noch die Mickey Mouse Hutohren. Auch 30. Geburtstag Disneyland dran. Ja. Aus dem Disneyland Paris von diesem Jahr. So, jetzt kommen wir zu den letzten paar. Ja, kommen wir zu den letzten Ohren. Und dann zeige ich euch am Ende noch, welche Ohren noch bei meiner Mutter liegen. Und dann könnt ihr mal, und dann sage ich euch, wie viele es sind. Genau. Ähnlich wie die Halloween-Ohren, die ich euch am Anfang gezeigt habe, habe ich auch so Lollipop-Ohren mit Plastik. Ich glaube aus Walt Disney World, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Gab es auf jeden Fall in verschiedenen Parks. Ich meine auch kurzzeitig mal im Disneyland Paris. Aber ich habe sie auf jeden Fall nicht aus Disneyland Paris. Dann die vom 100. Geburtstag von diesem Jahr. Die habe ich im Disneyland Paris gekauft. Gab es aber auch online. In verschiedenen Parks gab es die. Genau, haben auch viele von euch. Dann gab es auch mal bei Shop Disney eine Kollektion, passend zum Spirit Jersey und hier diesen, ich würde sagen, Mint-Ohren. Ich weiß gar nicht, ob ich den Spirit Jersey auch noch habe. Aber die passen ganz gut halt auch zum Frühling. Ich habe auch so einen Bambi-Rock, ja, und dazu passen die Ohren ganz gut. Deswegen die Ohren. Dann kommen wir zu meinen teuersten Ohren, die ich besitze. Und ihr kennt sie ganz gut. Das sind die. Auch limitiert, zum 100. Geburtstag gewesen. Gab es bei Shop Disney, aber auch kurzzeitig im Disneyland Paris zu kaufen. Da hat sich ja Daniel sie gekauft, aber er hat sie ja direkt vergewaltigt und die Schleife abgenommen. Deswegen sind Daniels Ohren ja unique, meine nicht. Aber ja, das sind meine teuersten Ohren, die ich besitze. Und die habe ich wirklich jetzt immer in dem Stoffbeutel drin, nicht wie die Lautschleiß. Die habe ich wirklich im Stoffbeutel, weil die Oberfläche natürlich aus Plastik ist und dementsprechend zerkratzen kann. Ja, ich habe sie bei Shop Disney gekauft. Dann machen wir weiter mit den Chip and Dale. Ich sag immer Chip and Dale. Ich weiß, sie heißen Chip and Chap auf Deutsch. Ranger-Ohren gab es jetzt auch von der Decades-Kollektion. Das sind bisher meine einzigen Decades-Ohren aus der Kollektion. Ich bin nicht so begeistert von der Decades-Kollektion. Also was ich schön fand, war Dschungelbuch.
Aber ich bin ja nicht der größte Dschungelbuch-Fan, deswegen, ja, die fand ich aber ganz cool. Mal auch was Ausgefallenes, Besonderes mit der Lupe und ist halt so ein mega 90s und Kindheitserinnerung. Und ja, hier steht auch Decades, ich glaube, das ist Nummer 7 von 10. Also ich habe bisher bei den Decades-Ohren bin ich echt standhaft geblieben. Ich habe sie im Park gekauft, gab es aber auch online, aber mittlerweile sind sie ausverkauft. Auch ein Paar, was früher sehr begehrt war und ich immer noch sehr liebe, ich habe sie aber aus Amerika bestellt, sind die Ink and Paint Ohren. Und dazu habe ich auch den passenden Spirit Jersey. Die Kollektion damals war sehr begehrt und damals gab es in Deutschland noch hier sowas kaum zu kaufen, hier so Kollektion, nur in Amerika. Deswegen haben wir es damals in Amerika bestellt. Ich weiß nicht, wir haben super viele bestellt damals und ja, mega schön. Hatte ich lange nicht mehr an, aber ich habe auch den passenden Spirit Jersey dazu, den ich abgöttisch liebe. Ich liebe diese Ink and Paint Kollektion. Dann vom Stil her tatsächlich gar nicht so anders sind die Disney 100 Ohren. Wie hieß die Kollektion? Irgendwas mit Music and Wonder oder so. Ja, gut, noch. Steht hinten auch Disney 100 drauf. Vorne habt ihr die Charaktere. Auch Pixar mit dabei, Mickey als Dirigent. Hab ich online gekauft, gab es aber auch im Disneyland. Ja. Oder habe ich sie im Disneyland gekauft? Oder gab es sie nicht im Disneyland und nur in den Spirit Jersey? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dann, das gibt es nur im Disneyland und da hängt auch noch das Fax dran, sind die It's a Small World Ohren von der Attraction Collection, die jetzt relativ neu ist. Die gibt es auch noch, die Ohren. Und ihr seht dieses Fax. Also ich weiß nicht, was Disney sich dabei denkt. Das kann man doch nur abschneiden, dann ist es hässlich. Mach doch einfach nur sowas wie hier, keine Ahnung, dieser QR-Code. Ja, dann reicht es halt. Dann mach doch nur das und speist alles in den QR-Code rein, aber müsst ihr nicht. So. Oh, das nervt mich immer mit diesen Faxen. Naja, auf jeden Fall, die It's a Small World Ohren hat mir Daniel mitgebracht. Gibt es aktuell auch noch im Disneyland zu kaufen. Dann auch aus dem Disneyland diese Amerika-Ohren. Ich habe keine Ahnung, warum es in Disneyland Paris Amerika-Ohren gab. Aber hier steht doch noch Disneyland Paris. Und das ist super, ne? Das hier reicht vollkommen aus. Da braucht man keinen 3-Meter-Fax dran. Naja, gab es auch immer mal im Sale. Ich glaube, da habe ich sie mir geholt. Warum auch immer. Keine Ahnung, falls ich mal den Nationalfeiertag in Amerika mitfeiern möchte. Dann die Frozen-Ohren gab es auch mal im Disneyland zu kaufen. Und hier ist auch noch so ein kleines Ding. Einfach hier. Das reicht doch. Ja, das waren die hier. Hier an der Seite steht auch Disneyland Paris drauf. Gibt es aber nicht mehr zu kaufen. Genau. Ich nenne sie Frozen-Ohren, aber es sind alle auch so Winterohren, Schneeohren. Können tatsächlich auch eigentlich zu Weihnachten. Dann hier nochmal Paillettenohren. Eher matter, auch in so einem Rosé. Und das Etikett ist für mich auch okay. Ja, ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Ich glaube, ich habe sie bei Shop Disney bestellt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Dazu habe ich aber auch den passenden Spirit Jersey aus dem Disneyland Paris. Vielleicht gab es sie auch im Disneyland Paris. Dann auch vom 30. Geburtstag die Sparkling-Ohren. Gab es im Disneyland Paris zu kaufen. Und die letzten drei. Oh nein, das schmeißt du wieder weg. Die Phantom, ist es Phantom? Nee, es ist Haunted Mansion. Haunted Mansion-Ohren von Shop Disney. Dann die Mickey Sorcerer-Ohren. Gab es auch mal im Disneyland Paris zu kaufen. Genau. Und das letzte Paar. Die hier. Ich weiß gar nicht, wo ich die hier habe. Shop Disney. Weiß ich nicht. Ist halt auch so rosa mit Gold und so. Passen auch gar nicht zu ganz vielen Sachen. Genau. Das ist das letzte Paar, was ich hier habe. Ein Paar, habe ich ja gesagt, liegt bei meiner Mutter. Das hole ich dann am Wochenende ab. Seht ihr im Hall live. Ich blende euch aber gerne jetzt hier ein Bild ein. Und die gab es aktuell bei Shop Disney zu kaufen. Auch zum 100. Geburtstag passen zu diesem super schönen Spirit Jersey. Ja, was denkt ihr jetzt? Wie viele Ohren habe ich euch gezeigt? Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Es sind 122 Paar Ohren, die ich euch jetzt gezeigt habe. Genau, es waren 120, aber die kamen jetzt noch dazu. Die sind ja in meiner Hall-Ecke und das eine Paar, was bei meiner Mutter liegt, kommen wir auf 122 Paar Ohren. Und ich weiß nicht, was mit der Attraction Collection ist, ob da jetzt was fehlt. Keine Ahnung, habe ich ein paar verloren? Liegt nur irgendwo eins? Ich weiß es nicht. Aber genau, soweit ich weiß, habe ich 122 Paar Ohren.
Ist schon crazy. Also ich habe mal so mit 100 auf jeden Fall gerechnet. Dass es über 100 sind auf jeden Fall. Aber ich misse ja auch hier und da wieder aus. Demnächst vielleicht schaue ich nochmal durch und misse dann wieder aus. Aber an vielen denke ich mir so, ja, für das Outfit oder jenes Outfit. Oder an manchen hänge ich ja und würde es nicht mehr anziehen. Aber trotzdem schön. Es ist halt eine Sammelleidenschaft, ne? Andere sammeln Briefmarken, andere, keine Ahnung, sammeln... Was sammelt man denn so? Bierkrüge. Was kann man da noch sammeln? Ohren, Spirit-Jerseys. Bei mir sind es halt Ohren und Spirit-Jerseys. Aber Spirit-Jerseys habe ich auf jeden Fall nicht 122 Stück. Das wäre schon crazy. Aber das sind schon einige. Und wie gesagt, zeige ich euch dann demnächst auch mal meine aktuelle Spirit-Jersey-Sammlung. Lag die richtig? Lag die nah dran? Lag die komplett falsch? Weiß ich nicht. Das sehe ich dann anhand eurer Kommentare. Ja, und das war's. Das war das Moni zeig mal deine Ohrensammlung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, war ja schon lange von euch gewünscht. Jetzt habe ich es umgesetzt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.